Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von LS22 hier auf dem Viehhof in Ehrengrad. Ihr seht, der Weizen ist hochgewachsen. Ja? Und wir gehen direkt. Wir fangen direkt an. Und. Wir müssen jetzt natürlich noch die Strohablage anschalten. Und dann gehen wir hier auf den ersten Wegpunkt. Sollte er jetzt machen. Jawohl, und jetzt wird gedroschen. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Jetzt wird gedroschen, und wenn ich schon wieder sehe, wie er hier fährt. Wieso nimmt er denn nur die halbe Arbeitsbreite? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, Freunde. Also das ist wirklich hier, dass er hier nur die halbe Arbeitsbreite nimmt. Das na gut. So, wie schaut's aus mit unseren Tieren? Okay, ist klar. Also unsere Hühner haben auf jeden Fall keine. Kein Futter mehr. Aber das wird sich ja jetzt wieder ändern. Gar nicht, wie es hier aussieht. Hier ist auf jeden Fall eine voll. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, auch hier bitte in die Kommentare, inwieweit wir denn das ausbauen sollen. Ja, ich habe ja gesagt, ich bin ein Viehhof. Möchte vom Vieh leben. Das heißt, was meine Tiere halt hergeben. Genau das wusste ich. Dass er bei so einem dämlichen Kurs, wie er ihn hier fährt, ganz einfach durch die Laterne blockiert wird. Oder? Er hat prinzipiell nur die Hälfte des der Arbeitsbreite. Ich habe ja gesagt, ich möchte wie gesagt ein Viehhof haben, möchte von den Erträgen der Tiere leben. Das Ding ist, zu was zählen denn die Tiererträge? Zählt es zum Beispiel auch für eine Kuh, für die Milch, wenn ich eine Käserei kaufe? Zum Beispiel. Ja. Oder zählt es hier für die Schafe, wenn ich noch eine Spinnerei kaufe, wegen der Wolle und so weiter? Oder nicht? Wisst ihr, wie ich meine?
So. Löcher abfahren. Ich werde nämlich hier automatisch zu Feld 19. So, brauche ich jetzt hier noch irgendwas unten? Nö, eigentlich nicht. Wir haben 77.000. Ich hätte natürlich, ich war blöd. Ich war echt blöd. Weil ich habe den Überladewagen, den ich mir gemietet hatte, den habe ich, nachdem ich das Stroh weg, das Heu weg habe, habe ich den Überladewagen gleich wieder abgegeben. Ich hätte den noch behalten sollen, weil ich brauche jetzt irgendwas. Dann natürlich, um das Stroh aufzusammeln, das ist ja ganz klar. Also entweder ich kaufe mir eine Ballenpresse und mache das Stroh zu Ballen. Dann habe ich aber das Problem, dass ich dieses Stroh in Ballenform nicht in meine Futtermischanlage kriege. Dann brauche ich einen Einstreuer, der mir das kaputt macht. Oder so einen Mischwagen. Ja. Dann brauche ich irgend so eine Art Häcksler, der mir das, wie gesagt, kaputt macht. Und das ist natürlich blöd. Wollen wir nicht. So. Wie gesagt, das ist hier Ertragsbonus 100%. Ich kann übrigens schon wieder ernten. Ich kann hier schon wieder mähen. Ja? Also das ist Wahnsinn. Das ist wirklich krass. Also du kannst hier theoretischerweise, kannst du hier echt permanent mähen. Das wächst so schnell. So, aber wie gesagt, das Heu brauchen wir ja. Gelle. So, jetzt brauchen wir hier einen Kurs. Kurs wechseln, ändere Kurs, ne, ändere Modus. Mähen. Kurs laden. Den Kurs gerade nicht im Kopf. Es ist halt eben, dass das Mähen macht er halt eben auch anders, ne? So, er steht auf dem Vorgewinde, hoffe ich. Wie gesagt, er ist jetzt hier bei 86%. Eigentlich sollte er ihn jetzt rufen.
Auf Ruf warten. Er wartet nur auf den Ruf. Hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Soll doch einfach nur hier mähen, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein, oder? Achso, ich habe ja hier auch noch den alten Wegpunkt drin. Ja, stimmt, ich erinnere mich, ich hatte das Mähen, hatte ich noch nicht geändert, das ist noch der alte Kurs. Sehr schön, der Traktor kommt. Waren die wenigstens weiter dabei? Nee. Das könnten sie allerdings natürlich auch machen, nicht wahr? Könnte er während der Fahrt abfahren? Nicht sogar an, aber er macht's nicht. Ja gut. Schade. Macht er nicht. Den lassen wir jetzt auf jeden Fall erstmal hier aus dem Feld rausfahren. Den Traktor. Ich hoffe, er macht das. Ja, das macht er. Dann kippt es jetzt bitte mal im Silo ab. Nee, abkippen. Das, was du da jetzt drin hast, einfach im Silo abkippen. Weil wir haben ja kein Futter mehr für unsere Hühner. Beziehungsweise. War einfach nur dahin. Kann ich das nämlich so abkippen. Ja, wie gesagt, 77 km/h haben wir jetzt. Das Strom müsste ich ja dann eigentlich direkt einholen. Also ich kann mir eine Beinpresse kaufen. Ja. Haben wir den. Hier ist ein Ladewagen, billiger 10% immerhin. Hier ist eine Ballenpresse, guck mal. 51.000 Euro. Aber die umwickelt halt nicht, gell? Na gut, bräuchte ich ja im Endeffekt auch nicht. Ich bräuchte einfach nur eine Ballenpresse, keine die umwickelt. Und die hier gibt es für 9% billiger. So, dann machen wir den Hühner mal was rein. Ich hoffe, es reicht. Selbst das, was jetzt hier schon drin war, ist alles schon. Halt krass, gell? Mal ganz voll. Mir schwant da so ein bisschen Böses, wenn ich ehrlich sein soll. Ich glaube nicht, dass mein Plan aufgeht.
unsere Hühner mit unserer Ernte, mit unserem Ernteertrag selbst zu versorgen. Da irgendwie die Befürchtung, dass das nicht so ganz hinhauen wird. Also wie gesagt, Ballenpresse ist halt so ein Ding, wenn ich das zu Ballen presse, dann kriege ich es nicht in meine Futtermischanlage rein. Dann brauche ich einen Einstreuer. Wenn ich das Stroh so aufsammle, geht's. Das heißt, ich brauche keine Ballenpresse. Ich brauche einen Ladewagen. So, und der hier, 110.000 Euro Pöttinger. Wahrscheinlich der hier, ja. So. Bringt mir aber nichts, weil so viel Geld habe ich gerade nicht. Ja, das heißt, ich muss noch mal einen mieten, um mir dann einen zu kaufen. Ist einfach so. Weil, wie gesagt, ich könnte hier Silage draus machen mit denen hier. Da kann ich aber nur Gras machen. Jetzt wollen wir mal gucken hier, Hoffutter, wir brauchen Silage, Heu, Mineralfutter. Heu haben wir, Stroh haben wir, Mineralfutter kaufen wir, Silage haben wir nicht. So, sofern ich dann hier jetzt diese Heuernte dann auch fertig habe, habe ich erstmal ein bisschen Heu für unsere Schafe drin. Und dann kann ich ein bisschen Gras fahren und dann dahingehend ein bisschen Silage zu machen. Das wird doch wieder nichts. Macht. Dann könnten wir uns eigentlich überlegen, er ist aber hier nicht auf dem. Er steht nicht auf dem Vorgewinde. So. Er erntet hier fleißig, er macht hier und tut. Sehr schön, Freunde. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was, macht euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten. Vielen Dank fürs Einschalten und dann gucken wir mal, wo wir unser Fahrsilo hinsetzen. Dann werden wir das nämlich in der nächsten Folge angehen. Ich denke, bei 138.000 könnten wir jetzt schon anfangen und können da schon Gras reinmachen. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Hält er jetzt hier an? Ist sein Feld jetzt zu Ende? Sieht so aus. Ja, weil das andere ist Vorgewende. Gut, also wie gesagt, macht's gut. Tschüss, ich bin raus. Euer Hemmert.